Ich weiß von nichts, Herr König. Was sind die Gerüchte? Ne Beweis habt ihr nicht. Vielleicht sollten wir mal das Foto zukommen lassen, Herr Oberrat, welches mir hier vorliegt. Unsere Fahne liegt doch eindeutig in den Spinnen von Herrn Lottner. Tja, dieses Foto könnten wir an dem Express vorlegen. Es sei denn, Ihre Spieler Novakovic und Helmes fallen am Montag ein Darmvirus zum Opfer. Wir verstehen uns doch, oder? Da muss ich drüber nachdenken. Ich ruf zurück, Herr König. Tschö! Jungs, Steffen und alle anderen, ihr mögt es zuhören. Ja? Der König hat der Hörer nicht richtig hochgeladen. Wir können ihn jetzt schwade hören. Ganz still sind. Der Präsident stellt das Gespräch auf laut. Tatsächlich kann man das Gespräch weiterhören, da Wolf König den Hörer nicht richtig aufgelegt hat. Man wird König sprechen. Ich sage Ihnen, Herr Ziegel, diesmal kriegen wir die Kölner dran. Dem Oberrat habe ich jetzt Daumenschrauben angelegt. Hätte man hören sollen, wie der gezittert hat. Ziegel darauf. Christian Ziegel, der Sportdirektor. Jetzt schlägt unsere große Stunde. Ha! Das war vielleicht eine Aktion, als ich vorgestern Abend den Lottner die Fahne in den Spind gelegt habe. Und anschließend fotografiert habe. Es gibt nichts Schöneres, als dem Feind eins auszuwischen. Wir waren den Kölnern ja auch etwas schuldig. Stimmt, ich habe die Aktion nicht vergessen, als wir im Hinspiel auf zwei unserer besten Leute verzichten mussten. Nur wegen der Fotoaktion von dem Lottner. Schon damals habe ich mir geschworen, zum Rückspiel gibt es die Retourkutsche. Darauf sollten wir einen trinken, Herr Siegel. Gehen Sie doch mal schauen, ob Sie einen Pilz auftreiben können. Ach was, kommen wir gehen beide an die Theke, das muss gefeiert werden. Genau, aus der Nummer kommen die Kölner nicht mehr raus, mein Siegel. Man hört die beiden herausgehen. Oberrat wartet noch eine Weile, es war nichts mehr zu hören, er legt auf. Und dann freut er sich. So, die Drecksäck, die Nymaskrade, Chevy Rure, Provinzbonnies, die haben uns verarscht. Meier und Wien, die haben uns nun voll in der Hand. Globatsch. Schweinepriester, Drecksbruhe, aus der Bonnies machen wir am Montag Surbrode. In diesem Moment erscheinen Engels und Lottner. Meier erklärt den beiden kurz, was vorgefallen ist. Dann ergreift wieder der Präsident das Wort. So, jetzt wisst ihr zwei auch Bescheid. Lotte, Lotte, was soll das? Was bist du so am Griebel die ganze Zeit? Mir ist nicht zum Lachen zumute. Ach Chef, das ändert sich gleich. Jetzt passt uns alle auf. Ich erzähle euch jetzt was. Also, ich war vorgestern Abend auch spät am Minen spinnen. Und zu meiner Überraschung habe ich da die knusselige Fahne von der Ostholländer gefummelt. In dem Moment wusste ich natürlich ganz genau, was die Stunde geschlagen hat. Der Ziel, ja, der war ja wegen der Disco-Fotoaktion auf dem Hinspiel schwer angepisst. Ne? Außerdem hat mir die Putzfrau gesagt, eine typische, das konnte nur der Ziel hier sein. Ne? Uns Frau interessiert sich doch gar nicht für Fußball. Wie konnte der Ziel erkennen? Nee, nee, ich kann, hat sie den nicht, aber die hätten die auch beschrieben, ne? Sind Problemzone gesehen und dann auch ein bisschen stinkt geworden. Dann war aber eindeutig wieder Lotte, meinte ich. Gut, dann wollen wir jetzt weiter. Habe ich mir da, dann kriegst du wieder meine Freund. Habe ich ein paar Kumpel aus der Südstadt angerufen und die sind jetzt von der Gladbach gefahren. Engel, mutig, habt ihr die Opiasmasken an? Das stinkt doch so auf dem Buhrhof. Tja, die haben dann die Aktion Ziegenfahne durchgetrocknet. Ziegenfahne? Ja, wir Jungs waren da und haben, Moment, Chef, waren jetzt über 30. Genau jetzt wird mir der Expressfotograf eine schöne Bildchen machen. Wir haben der Ziegen nämlich gerade auf seinem Handy angerufen. Er möchte uns in die Ware kommen, der wäre jetzt in Ordnung. Ich verstand das alle nicht. In diesem Moment ertönt ein Signal. Lottner zückt sein Handy hervor, schaut auf die Nachricht und grinst breit. So, hier ist dank Foto-Handy schon das Bild. Herrlich! Er reicht das Handy an Oberrat weiter und der fängt plötzlich an zu lachen. Aha, ich lach mich kaputt! Das ist in der Waren vom Ziel. Der ist komplett in die schäbige Fahne hingepackt. Wie damals der Reichstag in Berlin ist der hingepackt. Und der mit Radström, der CEO und der König mit einem saublöden Gesichtsausdruck und einem Pilz in der Hand. Herrlich! Alle schauen sich nach und nach das Bild an. Ein großes Gelächter ist die Folge. Oberrat aber greift zum Telefonhörer. Jetzt seid alle mal still. Ich will mir den Triumphbrustkosten. Tut. Tut. Klappers Präsident Wolf Königs geht wohl vermutlich etwas heiser an den Apparat und Königs! Ja, hallo, kleine Junge, hier ist
Papi auch zu uns. Er ist der Präsident des ungleichen FC Köln. Schon gut, Herr Oberrat. Ich bin es selbst. Was wollen Sie? Ach, Sie sind es? Ja. Also, ich wollte Ihnen nur sagen, der schwarze Anzug, den Sie im Arm haben, der wird richtig schlank. Ne? Vor allem harmoniert auch nur zu der Fahne, die Sie da um das Auto vom Ziel gewickelt haben. Ich hoffe, das Bier hätte geschmeckt, was Sie in der Hand hatten. Auch wenn es nur so dieses Bild war. Was wollen Sie, Herr Oberrat? Ihnen gute Besserung wünschen. Ob Sie im Bild waren, nämlich Erstblastfuss, ist bestimmt ein Magen- und Darmvirus. Das passiert, Herr Fotzi. Bis zu Ohren gekommen, der Rob fremd und der Nobel hätte es auch schwer erwähnt. Ich verstehe. Sie hören von mir. Ich muss erst ein Meeting abhalten. Wiederhören, Herr Oberrat. Schade, diesmal hätte er richtig rumgeladen. Ich hätte es ja nicht weitergehört. So, Jungs, das hätte jetzt richtig Spaß gemacht. Lotte, das hätte die Jungs gemacht, Jungs. Hier sind schon die großen Jungs aus der Südstadt, die kriegen Bier von mir. Und es packen auch dran, Tätsch. Wisst ihr uns jetzt was? Wir fahren jetzt am, wo sind wir hier? Gelbisch. Ich lade mich alles vom leckeren Ruhrbrote vom Bäten. Und eins, Herr Kölsch, die wollen uns ja Olympie. Es steht jetzt schon 1-0 für uns, obwohl das Spiel noch gar nicht angefangen ist. Das sieht man jetzt. Aber los, Steffen, lädt! Engels überlegt kurz, welches Lied hier passen soll, und dann liegt er los. 150 Mann, runde Fahrt für 100, runde Musik fängt mit der.